Herzlich willkommen zu Classic Meets Pop, hier in einer ausverkauften EWE-Arena. Heute Abend werdet ihr eine einzigartige musikalische Mischung erleben. Außergewöhnlich wird es sein, aber dennoch wunderschön. Gänsehaut können wir garantieren, wenn Classic und Pop miteinander verschmelzen. Sagen, wenn ich eine Skala von 1 bis 10 aufmachen dürfte, würde ich 12 sagen. Also übertrifft ganz klar meine Erwartungen. Ne? Weil eben halt, das ist wie bei einem guten Essen, sag ich mal, die Mischung macht es am Ende. Ne? Und das ist eben halt, also wie gesagt, ich bin einfach überwältigt, kann man sagen. Finde ich super toll. Ich habe es letztes Jahr schon gesehen und habe ich gedacht, das muss ich dieses Jahr wieder. Es ist alles toll. Und weil das auch so zusammenpasst, es ist wunderschön, ist das. Und wir werden auch nächstes Jahr wiederkommen. Ja, dass es so verschiedene Musikrichtungen sind. Das finde ich gut. Die Atmosphäre, die Begeisterung, ja, und die Musik als solche. In dem Gesang und Orchester, das war großartig. Die Mischung aus dem Klassik und aus dem Pop, also alles zusammen. Ich im Grunde auch. Am besten fand ich bis jetzt diesen Hip-Hop-Act, also diese Tanzgruppe. Ja, und allgemein alles eigentlich. Okay, ja. Eben, dass es diese bunte Mischung ist, das ist... finde ich gut. Sie können sich vorstellen, wir haben nicht gezählt, wie viele Mitwirkende die heutige Veranstaltung Classic Meets Pop haben wird. Aber dadurch, dass ich mich schon wieder hier unauffällig auf den Steg bewege, können Sie erahnen, dass ein fliegender Wechsel folgt. Kaum hat sich der Oldenburger Kammerchor verabschiedet, baut sich hinter mir wie von Zauberhand Schlagwerk Nordwest auf.